Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine herbstliche Karte machen mit diesem wunderschönen Stempelset Alles, alles Gute. Das ist aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog und es hat mir gleich total gut gefallen und ich möchte eine Karte machen, die sieht so ähnlich aus wie diese, ein bisschen anders. Wir werden mit einem anderen Rahmen arbeiten und in anderen Farben, aber vom Grundprinzip her so ähnlich wie die. Die ist super, weil man kann die für alles verschenken. Alles, alles Gute passt ja immer zu jedem Anlass. Und es gibt auch ganz schöne andere Sprüche in diesem Set. Einfach so oder in Gedanken bei dir. Ich finde, es passt auch zu sehr vielen Anlässen und da kann man eine richtig schöne Karte gestalten. Und wie die funktioniert, das zeige ich euch jetzt. An Material habe ich einmal die Farbe Sahara Sand in dem Maß 28 cm x 10,5 cm und gefalzt bei 14 cm. Ein Stück Flüsterweiß in 13 x 9,5 cm, ein Stück Blütenrosa in 12,5 x 9 cm, einen Streifen in Blütenrosa, der ist jetzt 1 cm hoch und ja, die Länge variiert, die braucht man nicht so lange, aber die habe ich jetzt gerade da und ein Reststück in Flüsterweiß. Und dann legen wir jetzt gleich los mit Stempeln. Als erstes nehme ich das flüsterweiße Papier. Ich habe meine Stempel schon aufgezogen. Und das flüsterweiße Papier werde ich jetzt in der Mitte bestempeln mit diesem schönen Strauch und zwar in der Farbe Sahara Sand. Und als zweite Stempelfarbe nehme ich noch Blütenrosa. Dann stemple ich mir diese Blümchen, die da dabei sind bei diesem Set, in Blütenrosa nochmal zweimal über meinen Strauch, dass man hier so verteilt so schöne Punkte Blüten hat überall. Und die Schleife mache ich auch in Blütenrosa einmal auf mein zweites Stück Flüsterweiß. So, die hat so einen ganz schönen Effekt, dass die so, ja, so hell und dunkel in einem Stempel, das schaut richtig schön aus. Und den Spruch, alles, alles Gute, den stempel ich mir auch einfach mit Blütenrosa auf meinen blütenrosa Hintergrund. Es ist ein bisschen schief geworden, ich mache es nochmal auf der Rückseite. Ja, so ist besser. Und mein blütenrosanes Papier, das ein bisschen größer ist, da stempel ich mir jetzt auch nochmal die Blümchen so ein bisschen in den Hintergrund. Einmal oben drauf und einmal so nach unten. Die sieht man dann nachher noch so ein bisschen verteilt. Machen wir hier auch noch eins drüber. So in die Mitte, wie so einen kleinen Bogen stempel ich mir da. Und jetzt schneide ich mir mit der Hand meine Schleife aus. Da gibt es leider keine Stanzform dafür, aber es geht mit Ausschneiden. Und den Spruch, alles Gute, den stecke ich einfach nur so ein bisschen ab und schneide mir den zu. Ich lasse ihn jetzt aber mal ein bisschen länger. Lieber zu lang als zu kurz, wir können uns den immer noch zuschneiden. Okay, und dann wird gestanzt und zwar nehme ich mir aus den Stickmuster-Framelets das größte Oval raus und stanze mir jetzt meinen Blumenstrauß hier aus mit der Big Shot. Ich habe jetzt hier aus Sahara-Sand nochmal einen Streifen, der ist jetzt 10,5 x 1,7 cm und mit dem werde ich jetzt auch noch den Hintergrund dann machen. Also mal gucken, wie ich das genau zusammensetze, aber den Streifen brauchen wir auf jeden Fall. Und im Prinzip können wir jetzt schon unsere Karte zusammensetzen. Und zwar mache ich das jetzt mit Flüssigkleber und klebe mir erstmal das flüsterweiße Papier auf mein Sahara-Sand. Und ihr habt gesehen, durch das, dass wir ja hier nur diese weiße Umrandung als Mattung sehen, können wir uns das einfach innen drauf stempeln und haben so ein bisschen Papier gespart. Ich habe mir jetzt den Spruch Alles, alles Gute nochmal in Sahara-Sand auf diesen blütenrosa Streifen aufgestempelt, weil ich finde, es hat einen schöneren Kontrast. Und jetzt klebe ich mir einfach mein
Sahara-Sandstreifen auf die Karte auf. Nochmal mit Flüssigkleber und von der Höhe ungefähr, ja, so in diesem Bereich. Und da kommt dann mein Blumenbouquet drüber und das klebe ich mir auf mit Dimensionals. Ich habe jetzt bloß noch Reststücke. Mal gucken. Aber das reicht auf jeden Fall. Die brauchen wir jetzt gleich alle auf. Das sind einfach die Randstücke, die ich mir so zugeschnitten habe. So. Und dann klebe ich mir das jetzt so hin. Relativ weit nach rechts. Oh, und eigentlich müsste es noch ein bisschen weiter hoch. Gucken wir mal. Oh, oh. Ja, so ist besser. Weil ich nämlich die Schleife hier so drüber setzen möchte. Und der Spruch, der kommt dann noch unten rein. Also entweder so unten rein oder so oben drüber und die Blüte dann drüber. Die Schleife dann drüber. Ich glaube, ich klebe den da in den Hintergrund. Dann schneide ich mir hier noch ein Stückchen weg. Mache mir da einfach einen kleinen Klebepunkt hinten drauf. Und klebe mir das hier so unten unter das ausgestanzte. Dann nehme ich mir noch das silberne Garn. Das macht das Ganze noch ein bisschen edler. Und wickel mir das Ganze ein paar Mal um die Finger. Mal um 3 und mal um 4 Finger, je nachdem. Schneide mir das ab und klebe mir das Ganze dann auf einen Klebepunkt auf. So. Und das klebe ich mir jetzt dann noch so ungefähr dahin, wo die Blüte dann drauf kommt. Und ich sag schon die Blüte, ich meine eigentlich die Schleife. Und die Schleife, die klebe ich mir jetzt noch mit einem Mini-Dimensional einfach in der Mitte, quasi oben drüber. Und vorher biege ich mir die noch ein bisschen nach oben, so ganz leicht. Dann ziehe ich noch die Schutzfolie ab hinten dran und dann kommt die Blüte, die Schleife. Heute wird es nichts mehr. Die Schleife klebe ich dann noch oben drüber. Und eigentlich ist die Karte schon fast fertig. Aber die braucht natürlich noch ein bisschen mehr Glitzy und Effekte. Und deswegen nehme ich mir einmal den Wind of Stella. Mit dem beglitzere ich jetzt mal die Schleife. Das hat so einen ganz, ganz leichten Glitzereffekt und macht einfach jedes Projekt nochmal schöner. Und auch meinen Spruch hinterlege ich so ein bisschen mit Glitzer. Und dann nehme ich mir noch die Perlen. Die finde ich passen jetzt ganz gut zu der Farbe und bringe da noch ein paar aufs Projekt. Und mal schauen, wo ich die hinmache. Ups, der wollte nicht halten, da habe ich den Kleber nicht mitgenommen. So. Ich glaube, das reicht schon so. Ja, und so schnell ist unsere Karte fertig. Also ich finde, die ist sehr schön, sehr edel irgendwie, schlicht mit den 2 Farben oder 3 Farben im Prinzip. Also hier habt ihr den Unterschied nochmal zu der anderen Karte. Da ist noch eine weitere Farbe eingearbeitet. Hier ist bei dem Spruch der hinterlegte Banner einfach nur ein bisschen breiter und auch schräg abgeschnitten. Und hier habe ich wie so ein Band um die Karte gemacht in den Hintergrund. Ich finde, das ist ein tolles Projekt, es ist einfach. Wenn ihr Bastelanfänger seid und zum Beispiel noch keine Big Shot habt, könnt ihr natürlich auch diese Variante machen. Ich kann euch auch mal die Maße von dem Papier sagen. Das ist 7,5 x 10,5 cm groß. Kann man sich das eben auch in den Hintergrund so reinschneiden und braucht dazu keine Big Shot. Und man hat alles aus einem Stempelset. Und das finde ich immer ganz praktisch, dass man da mal auch, ja, nicht ganz viele Sachen benutzt, sondern dass es einfach eine einfache Karte ist, aber trotzdem eine sehr schöne Karte, sehr elegant. Und ihr könnt einfach gucken, was euch besser gefällt von den Farben her oder welcher Anlass vielleicht passt. Ja, und da wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln von dieser schönen herbstlichen Karte.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.